Willkommen bei So geht das. Ich bin Kim und ich teste für euch heute mal wieder einen Lifehack. Und zwar geht es diesmal darum, eine Banane noch in der Schale in Stücke zu schneiden. Warum man das machen will, weiß ich jetzt nicht so genau, aber vielleicht finden wir das ja gleich raus. So, ihr nehmt euch erstmal eine von euren Bananen und dann braucht ihr natürlich eine Nadel, wenn ihr eine zu Hause habt, sonst müsst ihr euch natürlich dafür extra noch eine kaufen. Ihr fangt an, indem ihr entweder vorne oder hinten euch einen Punkt sucht und mit der Nadel einmal reinstecht. Und dann sollt ihr die Nadel einmal vorwärts und einmal rückwärts bewegen, damit ihr quasi ein Stück schneidet. So, und das macht ihr dann jetzt so oft, bis ihr alles geschnitten habt. Oh Gott, die ist gleich nur noch Matsch. So. Man kann sie jetzt aufmachen. So, und jetzt hat man tolle Stücke, die man dann einzeln hier... Oh, scheiße, ist das eine Sauerei. Ich brauche ein Taschentuch. Also, Bananen schmecken, aber das wusste ich vorher auch schon. Ich sehe auch nicht wirklich den Sinn daran, dass ich die Banane jetzt in der Schale schneiden will, weil warum will ich denn eine Banane schneiden? Ich will sie schneiden, wenn ich sie mir in den Obstteller reinmache oder wenn ich sie auf mein Müsli packe. Und da will ich sie nicht mitnehmen oder irgendwen beeindrucken. Und wenn ich sie irgendwohin mitnehme, dann beiße ich die doch ab, damit ich nachher keine dreckigen Finger habe, oder? Also, oder nicht? Ist das Kunst oder kann das weg? So, um das Ganze jetzt nochmal final zu bewerten, ich habe eine totale Sauerei, besonders an meinen Händen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass eine Banane gerade deswegen so toll ist, weil man sie mitnehmen kann und sie dann schälen kann und dann essen kann und dann wegschmeißen kann, also die Schale. Und dann hat man keine dreckigen Hände. Und so ist es eigentlich genau kontraproduktiv, weil... Außerdem soll dieser Lifehack die Banane ja komplett zerteilen und ich glaube, jetzt hier an einer Stelle wird die Banane wirklich zerteilt und ansonsten habe ich überall so komische Risse drin, aber wirklich geschnitten ist sie nicht. Also, alles in allem würde ich sagen, glatte 0 von 10. Also so schlimm wie der TikTok-Hack war es jetzt nicht, aber also was gebracht hat es auch nicht. Und meine Banane ist kaputt.